Hallo, liebes Element Erde, zu eurem Quickblick in den Juli, in den August, schon wieder wäre es mir passiert, in den August. Element Erde, August, Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Okay, das Kreuz fällt schon mal raus für euch. Ihr Lieben, habt ein paar Aufgaben. Hier geht es um Themen, die haben mit den Finanzen zu tun, mit euren Emotionen. Vielleicht auch irgendwie mit einem finanziellen Karma oder mit einem finanziellen Ding, das Ursache und Wirkung zeigt. Hier sieht man bislang das Glück am Geld dran. Mag sein, hier kommt irgendwie ein kleiner Zuwachs oder ein glücklicher Zufall finanziell oder auch etwas, was deine Seele sehr erfreut. Wenn wir es für die Gefühle deuten, habe ich hier irgendwas. Das erquickt dich, ne? Das kann ein Gespräch sein, eine Nachricht, eine Kleinigkeit, die dir gut tut, eine lang ersehnte Nachricht, die dir auch das Kreuz ein bisschen abnimmt, also die Schwierigkeit der Situation. Finanzieller Zuwachs, gute Nachricht im finanziellen Bereich habe ich hier als zentrales Thema mal. Für die Erdsternzeichen. Es kann sein, dass im August, liebe Erdsternzeichen, euch das Gequake oder auch das Sprechen von anderen zu oberflächlich ist. Ne? Ihr braucht hier ein tiefgründigeres Gespräch irgendwie. Und ihr seid ja auch aufgefordert, von euch abzuhalten, was so nervend ist. Ne? Das kann unter anderem auch sein, dass man jemand sagen muss, ich möchte jetzt das, was du zu sagen hast, nicht hören. Es macht mich unruhig, es macht mich nervös. Du redest mit mir ungefragt, sowas alles. Und es geht sehr viel darum, dass sich ein langwieriger Prozess ablöst. Der kann hier durchaus im Bereich einer bestimmten Emotion sein, wo ihr euch beschwert gefühlt habt oder wo, ja, wo alles ein bisschen schwieriger war. Oder aber bisher auch mit dem Thema Finanzen oder auch beides. Ne? Du darfst wirklich, liebes Erdsternzeichen, hier im August gute Nachrichten erfahren. Eine Situation wird leichter für dich. Vielleicht kriegst du hier auch eine lang ersehnte Nachricht. Etwas, was sich lange gezogen hat, kommt jetzt zum Vorschein. Klärt dich. Möglicherweise gibt es auch noch mal kurz Aufregung, weil hier irgendwelche Missverständnisse sein können. Aber das entpuppt sich als kurzes Ding, ne? Ihr habt hier eine sehr schöne kreative Energie, die euch Zuwachs irgendwie bringt. Emotionalen Reichtum, emotionale Fülle, Kreativität an sich. Vielleicht beschäftigt ihr auch sehr mit eurer Lebensaufgabe. Das Kommunizieren kann hier sehr wichtig sein. Ich habe eine Aussöhnung mit der Vergangenheit dabei. Für manche kann es sein, sie treffen einen Menschen aus der Vergangenheit wieder und klären irgendwelche Dinge. Es kann ja auch um Finanzen aus der Vergangenheit kommen, die man irgendwo noch zu klären hat. Ich sehe hier eine Person, die könnte dir speziell gute Nachrichten überbringen, ne?
Das kann jetzt ein Vorgesetzter sein, irgendjemand, der so eine bestimmte Größe hat oder eben aber jemand, dem du auch sehr vertraust. Es geht hier darum, deine eigene Größe zu leben. Wenn ich jetzt weiter gucke, fallst du schon selbst raus. Du kannst so ein bisschen das, was so Brüche, Verletzungen, Einrisse aus dem Umfeld sind, Sachen, wo es dir vielleicht auch ein bisschen den Boden weggenommen hat, wo du dich erschreckt hast, mehr hinter dir lassen, sie beenden sozusagen. Hier liegt auch speziell nochmal eine partnerschaftliche Situation, wo es vielleicht um gemeinsames, ich sage jetzt mal, gut ging. Das kann hier im Bereich einer Wohnsituation sein, einer Häuslichkeit oder etwas einfach aus der Umgebung, wo es vielleicht auch Konflikte damit gab. Das kriegt hier ein besseres Fundament. Speziell sehe ich bei dir hier eine Wunde. Da kriegst du hier ein Trostpflaster drauf. Im August, da kann sich was verschließen, da kannst du einen Konflikt beenden, da kommt wieder etwas in Fahrt, ne? Etwas, was dir sehr entgegenkommt, wo du auch das Gefühl hast, du kannst es so stehen lassen. Du musst dich nicht mehr damit beschäftigen. Hier kommt praktisch die Erlösung, die gute Nachricht. Ich habe hier, dass es eventuell darum geht, bei euch berufliche Hindernisse zu überwinden. Das können Hindernisse sein, die A von anderen Personen kommen, B von irgendeinem Konflikt, den man an sich mit dem Beruf hat oder mit den Dingen, an denen man arbeitet. Möglicherweise steht dir die Energie hier nicht richtig zur Verfügung, die du bräuchtest für deine Arbeit. Also irgendwie kannst du nicht so richtig auf den gebenden Part drauf zurückgreifen. Was sich hier auch zeigt, das ist jetzt ganz genial eigentlich, denn hier in der Mitte als zentrales Thema haben wir eigentlich schon die Auflösung schwieriger Situationen, ne? Die Finanzen, die hier angezeigt sind, die Emotionen. Und hier sehen wir dich ganz oben und der Rest, den hast du schon unter deinen Füßen liegen, ne? Ich glaube, dass das zentrale Thema, das sich hier zeigt, etwas ist, was dich irgendwie ein bisschen aus dem Feld geworfen hat oder aus dem Umfeld geworfen hat oder das emotional stark über dir zusammengebrochen ist, wo du aus der Harmonie gefallen bist. Vielleicht auch dich zurückgezogen hast und du hast gemerkt, dass zu viele Berge irgendwie da sind. Das hat sich eventuell auch auf den Arbeitsplatz fokussiert oder eben in dein Umfeld, in Familienthemen rein. Und hier wird dir so langsam klar, was hier Sache ist, ne? Also dir wird klar, dass du hier. Moment, ich muss überlegen, wie ich es ausdrücke. Dass du hier im Prinzip einem Ding verfallen bist, das sich verselbstständigt hat. Also so eine Art Kettenreaktion. Ich habe für dich, liebes Erdsternzeichen, hier noch ein paar Situationen, die von außen kommen, die du nicht kontrollieren kannst. Hier sieht man eine Veränderung im Bereich, Freundschaften, vielleicht auch Kollegen, möglicherweise hast du erwachsene Kinder, wo hier jetzt die Möglichkeit kommt, ein Gefühl der Sicherheit sich einschleicht, eine Möglichkeit, die sich dir von außen offenbart im August, wo du dir neue Türen eröffnen kannst, die dir dann auch loyal vorhanden bleiben, ne? Also es ist kein schnelllebiges Ding, sondern das, was hier aufgeht, das wird dich eine längere Zeit begleiten. Hier kommen Optionen, hier kommen Möglichkeiten für dich, ein neues Kapitel aufzuschlagen, Gelerntes anzuwenden und vielleicht auch ein Stückchen weit Dinge, die du im Verborgenen hattest, mehr greifen zu können.
Hier ist so ein bisschen ein Weg ins Unbekannte für dich. Wenn sich hier etwas beendet oder leichter anfühlt, kommst du halt auch wieder in die Situation, wo du Entscheidungen treffen darfst, kannst und wo du vielleicht vorher nicht so richtig den Weg rausgefunden hast. Und indem sich hier was erledigt, beendet, kriegst du hier wieder Wahlmöglichkeiten, um vorwärts zu kommen. Ich sehe hier, dass diese verstrickten Wege oder das, was sich auch nicht gut anfühlt im Umfeld, dich zu einer Entscheidung bringt, so ein bisschen den Weg auch in die Genesung anzugehen. Und es wird, glaube ich, ein Monat, wo du sehr viel, naja, ich sage mal, verdaust, verstehst, wo du wieder in die Aktion gehen kannst, wo es auch Impulse gibt der Erleichterung, die dir persönlich einen neuen Weg freimachen, wo du vorher ratlos warst, welcher es der denn sein könnte. Die Liebe steht unter dem guten Stern. Eventuell guckst du dir hier nochmal Verlustthemen an, die du durch eine falsche Entscheidung getroffen hast und kannst sie somit klären. Ich sehe hier auch total schöne Dinge für die Erdsternzeichen im Bereich der Liebe, ne? Die Liebe steht unter dem guten Stern. Hier kann sich eine Beziehung verfestigen, stabilisieren, Wachstum reinkommen. Wenn ihr jetzt nochmal guckt, wir liegen hier oben in der Krone und in der Wurzel liegt eben dieser Wachstumsprozess, wofür hier in der Mitte irgendwie auch die Mittel jetzt vorhanden sind, die man benötigt. Es geht hier sehr darum, Verbindungen zu klären, neu aufeinander zuzugehen. Für manche kann das sich auch so zeigen, ne? Wir hätten hier auch einen potenziell neuen Menschen, der ins Partnerschaftliche eingreift. Oder manche können sich auch in einen Menschen der Vergangenheit zurückverlieben. Auch das wäre möglich. Was hier sehr spannend ist, ist Folgendes. Es geht an die, die in ihrer Partnerschaft schon so Langeweile haben oder eingefahren sind, also wo sich das immer so gleich anfühlt und nichts bewegt sich. Auch hier sieht man so Kleinigkeiten, die hier die Seele erquicken, gute Kontakte, Möglichkeiten, etwas Neues zu konstruieren, das dem Beziehungskonstrukt ganz gut tut. Welches Krafttier kommt zu euch? Ja, hier ist der Jaguar, liebes Erdsternzeichen. Ihr habt den Dimensionssprung dabei. Das dachte ich mir schon, dass da nichts Kleines kommt, denn ihr habt in der Mitte das Kreuz liegen. Ja, und hier ist es eben so, dass sich eine Sternenstunde für dich ankündigt, dass du tiefen Einblick erhältst in deine Existenz, dass du Zusammenhänge erkennst, dass du verblüffende Erkenntnisse machst und dass du deine Freiheit ein bisschen mehr findest, diese Unabhängigkeit zu deinem Außen, ne, was dich da vielleicht auch immer wieder mitreißt. Also wenn der Jaguar kommt, dann kannst du dir hier einfach vorstellen, dass er sich der Welt nicht oft zeigt. Aber wenn er auftaucht, dann kommt die Gunst der Stunde sozusagen, dann kann man sich sicher sein, dass bestimmte Ereignisse den geistigen Gesetzen entsprechen oder auch dem göttlichen Seelenplan. Man weiß, dass nichts zufällig war und du darfst dich hier auch bereit machen für einen Sprung, den du irgendwo machen musst, ne? Hier hast du Geistesblitze. Hier kannst du Feuer spüren, ne? Deine zweite Natur erwecken und du kannst entlassen, vor allem dich, ja, nicht festhalten, sondern weglassen, entlassen, sodass so Fesseln der Vergangenheit auch keine Macht mehr über dich haben. Das kann ja zum Beispiel auch was mit einer Vaterfigur zu tun haben, die hier sehr zentral ist oder wo du eben so diese Ausläufer verspürst oder wo deine eigene Größe darauf wartet, von dir entdeckt und gelebt zu werden. Okay, dann gucken wir noch für das Erdsternzeichen vom Gesang der Vögel, welches Vögelchen hier mitzwitschert.
hier die Erdsternzeichen August und ihr habt hier die Schwalbe. Ja. Ich kündige dir eine Zeit des Neubeginns und eine Wendung zum Guten an. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren August. Ich drücke euch. Bis bald.